Was geht, Leute? Mein Name ist Lotte Danny. Tschüss! Willkommen back zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich euch ja versprochen, dass ich YouTube-Kommentare vorlesen werde mal wieder. Weil in letzter Zeit habe ich nur Twitter-Kommentare vorgelesen. Aber ich habe was Lustiges gefunden, und zwar, das ist wirklich keine Schleichwerbung. Das wäre unfair, wenn Leute mir Schleichwerbung unterstellen, weil ich will auch zeigen, was ich gerne trinke oder irgendwie sowas, ohne dass es Schleichwerbung ist. Ich kenne die Leute, die das machen, gar nicht. Auf jeden Fall, ich trinke meinen Smoothie. Und darum geht's aber gar nicht, denn hinten steht etwas, was alle Kevins aufmuntern sollte. Und das wollte ich ja mal vorlesen, und zwar steht hier Kevin. Also an alle Kevins da draußen, okay? Keine Sorge, ihr seid nicht alleine. Hier steht nämlich, dieser Text ist für alle Kevin. Vor ein paar Jahren war das ganz sicher ein super fancy Name. Heute musst du mit angewinkelten Ellenbogen klarstellen, dass deine Eltern nicht bei Frauentausch mitgemacht haben und du von den Lehrern bestimmt nur wegen deines Namens immer zwei Noten schlechter bewertet wurdest als Jonathan und Ferdinand. Und ganz ehrlich, aus Maximilian allein zu Hause wäre sicherlich kein so erfolgreicher Blockbuster geworden. Auch Frauenheld Costner, der dicke Entertainer James und Kartenhauslegende Spacey sind schon lange rote Teppichgänger. Oh ja, dein Name schreibt Geschichte. Diese Flasche ist nur dir gewidmet. Für mehr Namenstoleranz und für ein gutes Gefühl für alle Mamas, die ihrem Sohn diesen Namen auf die Mütze gestrickt haben und vielleicht blöderweise diesen Trend mit dem Schwänzchen im Nacken mitgemacht haben. Ein Hoch auf alle Kevins. Okay, nein, also das stand hier drauf und ich fand das einfach witzig. Und ja. Sorry, dass ich was zeige, was ich gerne trinke. Das ist einfach unfair. Es ist unfair, wenn ich nicht zeigen dürfte. Ich trinke auch Wasser sehr viel. Ich trinke Wasser den ganzen Tag. Darf ich das nicht sagen? Ist das dann Schleichwerbung für Wasser? Oder ich habe heute Wii U gespielt. Ist das Schleichwerbung? Nein. Als du PS4 sagtest, habe ich den Like-Button so vergewaltigt. Das ist richtig, PS4. Also es ist quasi so. PS4 ist besser als Xbox One, finde ich persönlich. Aber Xbox 360 ist besser als PS3. Finde ich. Das ist meine Meinung. Aber PS4 ist einfach zu gut. Sorry. PS4 ist so gut. Ich meine, ich mag den Xbox-Controller. Ich mag ihn wirklich. PS4 ist aber einfach zu gut. Tut mir leid. Wie sieht es in Zukunft aus mit dir? Kanal, Ausflüge, Veränderungen und so weiter. Also, ich habe nicht wirklich was vorgenommen. Also, gar nichts eigentlich vorgenommen. Denn ich will einfach nur, dass es ganz normal weitergeht, wie es momentan weitergeht. Und dass die Videos täglich hochkommen. Und dass ich meine täglichen Pflichten erledige. Und eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist. Ich bin ganz zufrieden momentan. Ich habe nicht allzu viel geplant, muss ich sagen. Ich sehe keinen Grund, wieso ich das tun sollte. Ich will einfach nur alles beim Alten belassen, weil es mir momentan einfach so gefällt. Ich bin auch im Dezember geboren und bin auch Steinbock. Yay, noch ein Steinbock. Wir sind alle gleich. High five. 3, 2, 1. Was, du bist Fisch und hast trotzdem Steinbock genommen? Moment mal, du bist Jungfrau? Armer Kerl. Sorry, du sagst es immer Mom und Bruder, aber was ist mit deinem Dad? Oder ist er nicht da? Wenn ja, tut mir leid. Also meine Eltern sind schon getrennt, seitdem ich 9 bin. Und ich weiß, es gibt Kinder, die haben es wirklich schwer, damit klarzukommen. Und das kann ich auch vollkommen verstehen, wenn die Eltern nicht mehr zusammen sind. Aber seien wir mal ehrlich, 90% der Eltern trennen sich heutzutage. Und im Endeffekt ist es einfach immer wieder so. Heutzutage ist es einfach so, dass Leute einfach mehrere Leute kennenlernen und dass Beziehungen einfach nicht mehr das sind, was sie mal waren, sag ich mal. Heutzutage ist es wirklich unwahrscheinlich, dass man wirklich mit einer Person sein Leben lang zusammenbleibt. Ich habe sowas noch nie gesehen. In unserer heutigen Generation ist es normal, dass man immer neue Leute kennenlernt und dass man immer was Neues will. Und die meisten Eltern trennen sich nun mal. Das kann man nicht ändern. Und irgendwie ist es auch besser, wenn man ein wenig glücklich ist. Und natürlich ist es für die Kinder nie gut. Ich bin zum Beispiel jetzt einer davon, der nicht wirklich drunter leidet. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, weil ich sowieso alleine lebe. Und auch damals war es mir nicht so... Es war gar nicht so schlimm für mich. Also ich hab nicht mal geweint oder so. Also, ja. Lebst du von YouTube? Ja, ich lebe von YouTube. Also ihr schaut meine Videos an und ich kann davon leben. Das ist ziemlich episch, muss ich sagen, weil ich hätte YouTube weitergemacht, egal ob es dafür Geld geben würde oder nicht. Und dass ich davon leben kann, ist noch epischer, sag ich mal. Und ja, alles nur dank euch. Was ist ein Hund ohne Beine? Richtig, ein Hund ohne Beine. Was ist ein Vogel mit Flügeln? Richtig, ein Vogel mit Flügeln. Episch, oder? Adrian, du hast es ins Video geschafft. Ich habe übelst gespammt, aber trotzdem nicht ins Video geschafft. Okay, jetzt mal, um etwas klarzustellen, okay? Man kommt nicht ins Video, wenn man spammt. Sobald ich sehe, jemand spammt, er kommt nicht ins Video. Ich nehme ihn extra nicht dran. Egal, ob die Frage gut war oder nicht. Ein Kommentar
ist was anderes, als wenn man 10 Kommentare reinschreibt. Wenn ich diese Person wirklich 5-mal sehe dort, kommt sie nicht dran. Ich bin gar kein Fan von Spam. Und nur so als Tipp, also nicht wundern, wenn ihr spammt, dass ihr nicht rankommt. Das liegt daran, weil ihr spammt. Oder die Person, die spammt. Das machen nicht viele. Definitiv nicht viele, aber es gibt ein paar Leute, die sehe ich dann irgendwie 10, 20 Mal und stellt immer eine andere Frage und hofft, dass er ins Video kommt, aber so kommt man nicht ins Video. Wann holst du dir ein Intro? Ich hatte vor, mir ein Intro zu holen, allerdings muss ich sagen, ich habe mich dagegen entschieden. Zum einen, es gab ein paar geile Einsendungen, muss ich sagen. Es gab wirklich ein paar geile Einsendungen. Aber es waren immer diese 3D-Intros, die mir gar nicht gefallen haben. Und es war halt sowas sehr, sehr Standardmäßiges. Und ich bin wirklich komplett, das komplette Gegenteil von diesen Standardsachen. Deswegen habe ich mich doch erstmal für gegen eins entschieden. Weil es mir einfach nicht so ganz gefallen hat. Es gab ein paar, die mir schon gefallen haben, aber sie waren nicht so. Ja, nach einem Tag wurden sie schon langweilig, aber ich sag mal so, wenn es irgendwann mal ein gutes Intro geben sollte, dann werde ich es auch nehmen. Aber ich mag halt diese 3D-Intros nicht, diese ganz normalen, die irgendwie jeder hat mittlerweile. Am Schluss redest du einfach immer so schnell, dass ich kein Wort verstehe. Hör aber nicht auf, so schnell zu reden. Okay. Also, der Grund, wieso ich beim Outro so schnell rede, ist einfach, weil ihr müsst euch vorstellen, ich sag mein Outro jedes Mal, immer wieder, bei jedem Video dasselbe, am Tag 2 bis 3 Mal. Und es ist wirklich so oft, dass ich irgendwie keine Lust habe, es immer wieder langsam zu sagen. Ich denke, es würde sich auch keiner ansehen wollen, wenn ich jetzt mein Outro immer so ganz, ganz leise aussprechen würde. Das macht irgendwie keinen Sinn, deswegen, ja, das spreche ich jetzt schneller aus und mittlerweile wisst ihr alle auswendig, wie es geht. Wer weiß nicht auswendig, der hebt jetzt die Hand. Wie jetzt? Wieso hast du deine Hand gehoben? Einen Tag früher, dann wäre ich Löwe. Jetzt bin ich Jungfrau. Ein Taschentuch bitte. Armer Kerl, für immer Jungfrau. Passiert. So heißt der Autoschlüssel der Poländer. Brechstange. Also das Wort Poländer habe ich noch nie gehört. Aber du meinst, so heißt der Autoschlüssel der Polen. Brechstange. Ja, das stimmt. So heißt er auch bei mir. Du strandest auf einer einsamen Insel. Was für 3 Sachen hättest du im Rucksack, den du zufällig anhast? Also ganz zufällig habe ich irgendeinen Rucksack an. Okay, was würde ich dabei haben? Ich glaube, es gibt ja keine Elektrizität, deswegen würde ich meinen PC gar nicht mitnehmen können. Ziemlich blöd. Aber okay, die 3 Sachen. Ganz, ganz easy und simpel. Nummer 1, ich würde mein Handy dabei haben. Vorher habe ich es natürlich aufgeladen, damit ich Hilfe rufen kann, wenn es überhaupt Empfang gibt. Und natürlich für WhatsApp, weil ich WhatsApp-süchtig bin. Dann eine Flasche Wasser. Definitiv, weil vielleicht überlebe ich ja nicht, wer weiß. Und Salzwasser will ich nicht unbedingt trinken. Und eine richtig fette, große Ladung Beresigkeit. Die würde ich komplett reinstecken. Und dann würde ich definitiv überleben auf der Insel. Das ist ein toller Kommentar. Kann ich bei dir wohnen? Ja klar, zieh doch gleich ein. Du kannst allerdings nur in meinem Kühlschrank schlafen, weil die anderen Betten sind alle besetzt, weil ich jetzt so viel Besuch habe. Deswegen, wenn dir der Kühlschrank lieb ist, dann schlaf dort bitte. Badass bedeutet schlechter Arsch. What the fuck? Leute, ich muss sagen, er hat gar keine Ahnung. Also, ich glaube, er versteht den Sinn davon nicht so richtig. Also, wenn ihr den Sinn versteht, der hebt jetzt die Hand. Du verstehst den Sinn? Nice, High Five. 3, 2, 1, pssst. Okay, ich will das Video für das Mal stehen lassen. Vielen Dank fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und like dieses Video. Schau auf Michael vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniere jetzt, um uns dazu beizutreten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1, Schabas! Meine Freunde!